Guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wann ihr das guckt. Und herzlich willkommen zum Livestream heute, beziehungsweise zur heutigen Folge. So, heutige Mission konnte man schon am Titel lesen, zumindest bei Twitch. Weiß nicht, wie ich es auf YouTube nenne. Hitman 3, Story: Todesfall in der Familie. Ich versuche mich nochmal am VR. Das wird schrecklich in die Hose gehen, aber ich versuch's nochmal. Ich gebe die A bei Hitman nochmal eine Chance. VR an sich finde ich klasse, nur bei Hitman ist es ein bisschen schrecklich. Da haben sie das komplett verkackt. Meiner Meinung nach. So, jetzt ist eh erstmal irgendein Prolog. Da kann ich den Controller eben kurz beiseite legen. Und die Brille ein bisschen hochklappen. Damit ich nicht Carlyle's Übelkeit must have been. kriege. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Ja, da ist unsere Mission. Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant, information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. So. Ich habe zwei Einsatzziele. Einmal Alexa Carlyle töten. Und ich muss eine Fallakte finden. Die Fallakte wird wahrscheinlich schwieriger. Für Alexa wird mir schon irgendwas einfallen. Und ich meine jetzt nicht das Gerät, was bei euch überall in der Küche oder im Wohnzimmer steht. Und ja, Leute, ich sehe es, wenn mir einer schreibt während des Twitch-Livestreams. Keine Sorge. Das war jetzt nur an die auf YouTube gerichtet. Das wird mir dann unten angezeigt. Ich kann es ja mal testweise demonstrieren. Ich schreibe jetzt einfach mal Hi in den Chat. Thornbridge Manor. Guckt, ich habe jetzt Hi reingeschrieben und da steht es dann. Ihr seht es also, wenn einer schreibt. Alexa Carlyle and her three adult children. Younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Okay. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, okay. The target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Und da grüßt mir nach Hoden. Hi. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Ich hoffe, man hört mich gerade ganz gut auf Twitch. Ich weiß nie, wie das beim VR-Headset ist, weil da das Mikrofon innen drin verwendet wird. Ja, ich versuch's heute nochmal. Letztes Mal ging das recht schief, weil die Motion Sickness ein bisschen krass ist und ich die Steuerung von Hitman 3 in VR nicht ganz so klasse finde. Aber ich versuch's nochmal. So. Okay, alles gut.
Ich müsste erstmal wissen, was habe ich denn überhaupt an Nebenmissionen, wie ich das machen kann. Also hier sind unsere Hauptmissionen. Story-Missionen. Drei Möglichkeiten hätten wir. Ein denkwürdiger Tag, ihre letzte Ruhestätte. Mittel, Motiv und Gelegenheit. Nehmen wir mal ihre letzte Ruhestätte. Was macht Herbie denn hier? That is Phineas Whitmer. Okay, das ist... Nee, wir kennen uns nicht, Wir kennen uns nicht. Gut so. Ich hab vergessen, die erkennen mich ja. Ups. Fängt schon gut an. Dulli am Werk. So, hier rüber. Jetzt ganz vorsichtig. Jeder, der mich hier drin sieht, erkennt mich sofort. Wo finde ich hier denn eine Verkleidung? Da vorne jedenfalls nicht. Als ob die mich hier im Gebüsch sehen. Ihr kommt jetzt nicht hier rüber, oder? Hallo? Einfach rüberschleichen. Die sehen mich schon nicht. Ganz vorsichtig. Ich bräuchte meine Verkleidung. Bietet sich wer an? Abgesehen vom Reporter. Oh, ich bin offenbar außerhalb des Bereiches. Ich finde aber auch niemanden, der alleine ist. Doch, der Gärtner da. Ach, dieses Autodrehen ist auch schlimm. Wir laberten da im Hintergrund. Ist der alleine? Den beobachtet keiner, ne? Wenn, wäre der da vorne, glaube ich, besser. Den beobachtet gerade tatsächlich keiner. Muss aber irgendwie von hinten kommen. So ganz ruhig vorbeischleichen. Fällt auch überhaupt nicht auf, dass ich hier mitten auf der Ebene rumlaufe. Könntest du bitte in die Richtung da gucken? Danke sehr. Habe ich irgendwas in meinem Inventar? Nur was zum Töten. Ich glaube, das ist eine Frau, oder? So, mitkommen! Alles ist gut, ich tu dir schon nix. Ich will dich nur weghaben. Hier im Gebüsch findet dich schon keiner, ne? So, hier kannst du liegen bleiben. Ich dachte, das wäre ein Kerl. Naja, auch gut. Kann ich den da unbehindert angreifen. Kann mit dem ja dasselbe machen. Den kann ich sogar in das Gebüsch da schleppen. Genau. Schneid weiter die Hecke. Dreh dich nicht um. Das wirkt jetzt ein bisschen aggressiver als gedacht. Aber ist ja egal. Ich will ja nur die Verkleidung. Hinters Gebüsch musst du. Ich habe hier nämlich leider keine Kiste, wo ich dich reinstecken kann. Ich glaube, hier sieht dich keiner. So. Jetzt bin ich der Gärtner des Hauses. Passt sogar, ich bin sogar ein Real-Life-Gärtner. Jetzt müsste ich hier ein bisschen friedlicher rumlaufen können. So, da hinten ist mein Auftrag. Also wie ich es machen soll. Aber erstmal überlegen, wir müssen ja auch eine Fallakte sammeln. Und wo genau könnte die in dem Haus sein? Ich schätze mal irgendwo in den oberen Stockwerken. Ich hoffe, ich muss nicht klettern. Oh, der kann mich erkennen. Ich schneide die Hecke hier. Ich habe eine unsichtbare Schere. Keine Sorge, ich bin unauffällig. Da, ich versuche es rauszureißen. Hat geklappt.
muss mich mal ein bisschen weniger auffällig verhalten. Oh, Information. Oh, ein Hammer! Hier damit! Ich habe immer noch nicht raus, wie man in VR was wirft. Ich weiß nur, dass ich damit zuschlagen kann. Ja, das werfen meinte ich nicht. Oh, eine neue Taste habe ich gefunden. Etwas zum Anzeigen lassen. Kann ich die Kofferräume eigentlich öffnen? Nö. Ist hier irgendwas in den Koffern drin? In dem anderen Spiel konnte ich den Werkzeugkasten zumindest greifen. Merkt es einer? Ach, kann ich hier überhaupt runter? Ja, ich kann in das Gebüsch rein. Warum auch immer. So, da hinten kriegen wir unsere Informationen hier. Was ist denn das für ein abgefranstes Gebäude? Ja, ich bin einer von euch, ne? Ich habe meinen Besen leider vergessen. Ich muss noch mal da hinten einen holen. Ah, hier ist Wasser. Ist hier auch eine Stromleitung? Sehe jetzt keine. Der Typ da vorne ist unsere Information. Oder ist das ein Hausmädchen? Das ist ein Hausmädchen. Einfach in der Nähe stehen, dann habe ich meine Information. Wenn ich schon hier stehen bleibe, ist hier irgendwas, das ich nutzen kann? Einfach hier stehen, ich kriege meine Infos. Madame Carlyle is still going ahead with her staged funeral tomorrow, and she wants to inspect the arrangements. How about it, 47? You feel up to giving her the grand tour of her final resting place? Klar, kann ich machen. Ich muss die Vögel vertreiben. Hä? Hallo, Steckchen? Ah, die kann ich werfen, oder wie? Ich nehme nur den Stock mit. Wo sind denn die Vögel? Da vorne. Hier ist ein Radio. Der kann mich erkennen, warum auch immer. Muss mal hier vorbei. Nimm mich bitte. Danke sehr. Ich mache wahrscheinlich aber auch nur diese eine Mission in VR. Wie soll ich denn die vertreiben? Oh, ich sehe eine wunderschöne Idee, was ich der Frau antun kann. Also er versucht ja schon sein Bestes, ne? Hier, damit das später gehäckselt werden kann. Irgendwer eine Idee, wie ich die vertreibe? Vielleicht, wenn ich das Nest runterschieße? Aber das kriegt doch jeder mit, oder nicht? Ja, hat prima geklappt. Ich hab's nicht nur fallen gelassen, ich hab's auch kaputt gemacht. Aber danke der Nachfrage. Ich soll unbedingt diese scheiß Vögel treffen. Ist das deren Ernst? Wie soll ich denn das im VR treffen? Ja, hat prima funktioniert. Vielleicht nehme ich den Baumschlag? Nee. Ich muss das runterschießen irgendwie, ohne dass mir einer mitbekommt.
Ich höre hier gerade mit, vielleicht kommt da ja irgendwo bei rum. Nee, ich muss die runterschießen. Ich kann ihn nicht erschlagen, weil da ein Typ steht. Ja, die einzige Möglichkeit, ne? Ich hoffe, das sieht keiner. So, zielen. Nummer 1. Nummer 2. Ist da noch ein drittes? Ich hoffe nicht. Ich glaube, da vorne ist noch ein drittes. Nicht hingucken. Es ist privat. Zielen. Daneben. Immer noch daneben. Boah, ich bin so scheiße im Zielen. Ich sehe das Ding aber auch so dreckig. Okay, versuchen wir es mal von hier. Treff das blöde Ding einfach nicht. Ich muss ein bisschen näher ran, sonst treffe ich das nie im Leben. Ohne VR würde ich das Ding wahrscheinlich treffen. Aber wir müssen hier den Schwierigkeitsgrad höher halten, ne? Könntest du mal bitte nach da gehen? Oder siehst du mich vielleicht an den Büschen nicht? Zielen, weg damit. Okay, ich soll mich als Bestatter verkleiden. Wenigstens habe ich die Scheißvögel mal weggekriegt. Oh, mich juckt es ein bisschen. Einen Moment. So, kann weitergehen. So, jetzt brauche ich einen Moment, wo ich sein Kostüm klaue. Du beobachtest mich nicht mehr, ne? Du hast deine Vögel los. Ich habe meinen Job, den Bestatter der K.O. zu schlagen. Wir sind beide glücklich. Liegt auch in der Karre was drin? Nö. Oh, da liegt, glaube ich, ein Brecheisen. Okay, Bestatter, wo bist du? Da vorne. Auch irgendeine Möglichkeit, damit der alleine ist. Wie schaffe ich das? Mir fällt gerade eine Möglichkeit ein, aber dafür muss der erstmal wieder weg. Und dann könnte ich den gerne K.O. schlagen und da reinstopfen. Wenn ich einen richtigen Moment erwische, dann kann ich ihn K.O. schlagen und dasselbe mit ihm machen. Ich weiß nämlich nicht, wann der sich umdreht, sonst würde ich den jetzt K.O. schlagen. Ist hier vielleicht eine Ablenkung um die Ecke herum? Nee. Gehen Sie mal bitte weg, Herr Bestatter. Danke. Ach fuck, der war noch da. Das ist nicht passiert. Ach, hier speichert er das nicht automatisch ab. Willst du mich verkackeiern? Come in, come in. Okay.
Einmal abdrücken. Schade, funktioniert nicht. Hier. Ich hoffe, dass er ein bisschen das zurückdreht. Hier, ich ergib mich sogar. Ich habe Scheiße gebaut. Damit kannst du nicht treffen? Da treffe ich ja sogar besser. Und jetzt brauche ich den Moment, wo ich mich als Bestatter verkleiden kann. Bin auch überhaupt nicht auffällig. Erklimmen. Ich nehme die Schaufel. Vielleicht kann ich sie ja da vorne hinwerfen, der rennt dahin. Hast du das gehört? Gehst du da gucken? Ignorierst du mich? Braver Junge! Rein in die Kiste mit dir! So, jetzt muss der zurückkommen. Und dann muss ich ihn auch da in die Ecke locken. So, mal gucken, ob es klappt. Zwei haben reagiert. Hoffentlich läuft nur einer. Er läuft, er läuft, er läuft, er läuft. Brav. Mitkommen. Warte. Ich brauche deine Verkleidung. Danke. Mitkommen, Nacken. Ach, willst du mich? Well done, 47. Madame Carlyle is on her way. Mitkommen. I wonder how she will like her final resting ground. Bleib da drin. Ist hier noch eine Kiste? Als ob. Ey. Ich dachte, nur einer von denen kommt. Ich zieh dich da ins Gebüsch. Das funktioniert genauso gut, solange der sich jetzt nicht umdreht. Komm mit, Nackedei. Wenn ich dich weit genug reinziehe, dann sieht dich keiner, ne? So, wenn ich jetzt einer finde, dann bravo. Was soll ich denn damit? Nein, nicht fallen lassen, reinstecken. Stimmt ja eigentlich, wie geht's jetzt mit meiner Mission weiter? Hallo? Wie ist denn das? Wasserflasche vergiften. Ja, komm, hier. Ich muss es ja nicht trinken. Ich mache mir jetzt einfach wieder einen Checkpoint. Ich habe keinen Bock nochmal zu machen. So, bist du das Fräulein, was in das Grab soll? Mr. Parsons, I don't like to be kept waiting. I trust we can be efficient. Now I'm here. Okay. Ich antworte natürlich. Efficient, Madame Carlyle. Oh, sehe ich gut aus. What an awful idea. I want it removed before the ceremony tomorrow. I must say, okay. The choice of flowers either. I need a moment to consider. Wieso? Ich finde die Blumen ganz schön. What's that podium? Da halte ich die Grabrede. I find that having family members do the eulogy is more often than not a toe-cringing affair. I've never understood the need to publicly display grief. Trinkst du das jetzt? Most natural thing in the world. No need to make an emotional spectacle of it. I hope you haven't planned for one of those. No, I prefer to keep it simple. Bitte trink das da. And the gravestone, granite, solid, no fuss.
I like it. Well done, Mr. Parsons, I approve. Okay. Yes, it will mark your grave beautifully. So, to sum up, wenn sie wüsste, wie sehr, ne? Remove my picture from the memorial. That was an absolutely horrendous idea. Very unfit for these historical. Sieht er das gerade? Tschüss! That's Madame Carlyle taken care of. Time to get. Ich hab nichts gesehen, ne? Ich bin mal weg. Mission erledigt zur Hälfte. Du bist die beste Wache der Welt, ne? Stehst hier in einem Grabstein und merkst nicht, dass die Person, die du beschützen sollst, ins Grab geschubst wird. Warte mal, vom Prinzip her kann ich ihn auch K.O. schlagen, dann habe ich doch ein Kostüm, womit ich da rein kann. Ich meine, wer sucht denn jetzt nach ihm? Keiner. Kannst auch K.O. gehen. Komm, wir gehen ins Gebüsch. Dann mache ich ganz unanständige Sachen mit dir. Das hat auf jeden Fall besser funktioniert als beim letzten Mal. So, abspeichern. Das wird sowas von abgespeichert. Erste Mission nämlich erfolgreich erledigt. So, jetzt müssen wir diese Fallakte finden. Die ist hundertprozentig in dem Haus. Die Frage ist, in welchem Stockwerk. Also als Leibwache müsste ich hier doch eigentlich durchspazieren können. Warum kann die Hausfrau mich entdecken? Warum ist da Wasser überhaupt drin? Naja, man kann denen ja zumindest mal den halben Job abnehmen, ne? Ich latsch einfach durch, die erkennt mich nicht, die sieht mich nicht. Haben wir irgendeine Info, wo es liegen könnte? Jetzt kommt's, die Fallakte liegt im Gewächshaus. Die Leibwachen erkennen mich alle. Nein, das wäre, glaube ich, auffällig. Ach stimmt, der Fotograf wäre ja auch noch eine Idee. Beziehungsweise dieser Detektiv. Folgt! Hallo? Hallo, warum gehst du denn nicht K.O.? Ich wollte ihnen eigentlich keine Backpfeifen geben, zumindest nicht auf die Art. Ich wollte ihn schon K.O. schlagen. Diesmal gehst du bitte anständig K.O. Ich will keine Ausreden hören. Warum gehst du nicht K.O.? Wenn ich ruhig stellen mache, dann ist er tot und nicht K.O. Vielleicht, weil er am Fenster steht? Ich kann die Hand nicht mehr zu Faustballen. Warum? Round 2. Hallo! Das ist doch ein schlechter Witz! Warum kann ich denn hier... Hitman. Hitman VR, verbuggt ohne Ende. Okay, Hand zur Faust geballt. Natürlich bist du jetzt drin. Kannst du mir sagen, dass du wenigstens allein da drin bist?
Nee. Aber offenbar darf ich hier gerade stehen. Richtig, Gelnemann kann ich nicht. Wo ist die Fallakte? Ist irgendwas mit Ihren Drinks, Sir? Oder warum haben Sie mich jetzt so angeguckt? Eine Ewigkeit später. Looking good, man. Ja, danke. Ich weiß, dass ich gut aussehe. Danke. Hallo? Hier vielleicht? Eine Aprikose. Ich nehme mal meine Mahlzeit mit. I need to get a listing of asset transfers from the Carlisle account HTC depot number 5085. Ja, eure Schrift ist vorbei. Yes, I'll hold. Yes, I'm still here. Buch herausziehen. It doesn't exist. What do you mean it doesn't exist? Right. I'll double check and get back to you. Ich habe das Gefühl, du stehst da an etwas dran, was ich gebrauchen könnte. Komm mal mit. This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. So, jetzt kann ich das Buch ja auch herausziehen, ne? Und ein Geheimgang öffnet sich. Wer hätte gedacht? Kann ich jetzt mal dieses Buch finden? Kann sein, dass ich gleich eine Pause machen muss, weil mir wirkt langsam ein bisschen schlecht. Information. Es sagt mir nicht, wo das Buch ist. Und herzlich willkommen zurück zu Hitman 3. Ist jetzt ein Tag später für die auf YouTube. Ab diesem Punkt. Ich habe mich schon ein bisschen durch die Aufnahme durchgeguckt. Dadurch weiß ich jetzt zum einen, wo ich nach der Fallakte suchen muss. Nämlich im zweiten Stockwerk. Und ich habe gewisserweise einen Zahlencode während der Aufnahme mitbekommen. Darunter zum Beispiel bei so einer Uhr. So, wir wissen, ich muss ein Stockwerk höher. Das ist etwas, was ich schon mal weiß. Ich muss ins zweite Stockwerk. Da ist die Fallakte. Also der VR-Teil ist heute höchstwahrscheinlich wirklich nicht lang. Ja, ich bin noch am Leben. So, und hier oben müsste irgendwo das Büro von der Troller sein. So, was für einen Raum habe ich jetzt hier entdeckt? Ich hätte gerne einmal die Karte. Wir haben das Büro sogar gefunden. Ich nehme diese Büste als Souvenir mit. Und wenn das so eine Schicks ist, oh. Seriously, what are you up to, Mister? Please, sir, I need you to speak. Wer hat dir erlaubt zu reden? Ich bin nicht verhaftet. Du bist in der Kiste drin. Ich habe nicht gesehen, dass der da ist. Na gut, ich hätte ihn sowieso ausschalten müssen.
Aber jetzt ist das kostbare Ei weg. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier vorne ist. Oder vorne ist noch ein weiter. Oh, Knopf! Aber erstmal den Typen ausschalten. Bist du alleine? Warte mal. Dreh dich um, geh zum Hammer. Ich will nicht aus Versehen nicht runterschubsen. So, beide K.O. geschlagen. So, wir stecken jetzt beide in diese Truhe hier hinten. Ist doch eine Truhe. Ja, ist eine Truhe. Hier kann ich den reinstecken. So, das war Nummer 1. Wir sind hier ziemlich weit oben. Meinen zuverlässigen nehme ich natürlich mit. Und den stecken wir jetzt auch in die Kiste. Je mehr ich von denen los bin, desto besser. Ne? Das ist ein sehr schöner Schuh übrigens. Solch stylische Schuhe habe ich nicht. Eine Schere. Hätte ich als Gärtner gebrauchen können, dann hätte ich mich besser tarnen können. Falls den einer versteht. Ja, da macht die Waffe sich auch gut. So, hier drin müsste ich jetzt Ruhe haben. Hier ein Knopf. Hat sich irgendwas getan? Ah, da ist ein Safe. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier richtig im Kopf. Ich habe 4 Zahlen gesehen. Und das Teil sagt mir auch hier, ich soll 4 Sachen suchen. Die habe ich aber nur so beim Vorbeigehen gesehen. Zumindest als ich die Aufnahme durchgeguckt habe. Oh Gott. Bei der Uhr habe ich safe eine 1 gesehen. Das Fernrohr habe ich nicht gesehen. Ich tippe mal auf die 8. Lagerfeuer auch nicht so bedingt, aber der Elch ist auf jeden Fall eine 5. Das ist falsch. Wir haben ja noch ein paar Versuche. Versuchen wir es mal so. Ist das richtig? Das ist richtig, okay. Die beiden mittleren waren geraten, die anderen beiden wusste ich. Well done, 47. Irgendwer hat sich in die Mission reingehackt, glaube ich. Okay, wir haben nur einen Ausweg von hier. Tschüss. Irgendwas passiert da auf der anderen Leitung. Ich denke mal, die anderen sind aufgeflogen. Ich ja eher weniger. So, Mission verlassen. Damit habe ich das erledigt. Wird gespeichert. Wir haben richtig viel erledigt. Gut, dass ich mich nochmal durch die Aufnahme durchgeguckt hatte, gestern Abend. Weil dadurch wusste ich die Hälfte, dadurch mussten wir jetzt nicht mehr ganz lang suchen. Aber das mit dem Detektiv, das war so ein Mega-Fail. Das ist auch nochmal eine persönliche Bestleistung. Oh.
Oh, jetzt habe ich einen neuen Dietrich. Der sieht cooler aus. Natürlich habe ich jetzt hier was zum Hinterlegen. Noch ein versteckter Vorrat, einen Startpunkt als Gärtner. So, und hier ist noch eine Zwischensequenz, die können wir uns im VR angucken. 47. Don't respond, just listen. Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. I wish there had been more time. Unser Freund, nein! Stay down. Boss wants you alive. Ja. How about now? Over here. Cover me. Ja, unser Kumpel ist tot. Walk away. Or what? You gonna take us all on? Don't. Tell the constant to start running. You think you've won? 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me. You owe him nothing. What is this? I told you we could help each other. And I meant it. I look forward to your call. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. War das nicht gerade 47?